Ich bin schon wieder zurück. Wie im letzten Video, ganz am Ende ganz kurz erwähnt, hatte ich ja gesagt gehabt, dass ich eine Vollfettwanderung gemacht habe. Und die war doppelt so lang wie die Alpenbergwanderung. Und Stufe 3 Kanalmitgliedschaften wissen bereits Bescheid, wann die Videoserie online geht und um was für eine Wanderung es sich dabei handelt. Also wo ich überall lang gelaufen bin und mit wem und so weiter. Und bevor ich diese Vollfettwanderung durchgeführt hatte, hatte ich dieses Video, also was jetzt gleich kommt, abgefilmt gehabt. Aber ich habe es leider nicht rechtzeitig fertig geschnitten bekommen, sodass deswegen halt so eine kleine Lücke entstanden ist. Und bevor dieses Video hier startet, habe ich erstmal ein paar Bierpause machen zu gehen. Also gehe ich jetzt raus und mach das. Ich bin draußen und stehe jetzt gerade vor Hul ab und ich werde hier erstmal ein Bierchen kaufen gehen. Ich war gerade in diesem Hul ab drin und ich habe jetzt hier eine Bank gefunden. Und ich habe mir eben gerade ein Allgäuer Büble Bier gegönnt. Geprost! Und die Sonne geht langsam runter. Das heißt, wenn ich diesen hier ausgetrunken habe, dann muss ich wahrscheinlich Licht anmachen, um Bierpower zu machen. Damit man das sieht und so weiter. Ich grüße dich, Andreas H. Vielen Dank für deine großzügige PayPal-Donation. Und ebenfalls grüße ich noch Sebastian K. Ebenfalls vielen Dank für deine PayPal-Donation. Allerdings, Bierpower mache ich erst ab 20 Euro oder höher. Das habe ich mir extra von meinem eigenen Kopf so erdacht und das in die Beschreibung gepackt. Das steht auch in der Beschreibung drauf. Diese Grenze habe ich deswegen so hingestellt, weil nicht, dass dann irgendwie 1.001-Cent-Stücke gespendet werden und das dann irgendwann so eskalieren tut, dass ich gar nicht hinterherkomme mit den ganzen Bierpowers. Und deswegen habe ich diese Grenze von 20 Euro gestellt, dass ich erst ab 20 Euro oder höher Bierpower machen gehe, tue. Grüßend. Alles darunter grüße ich einfach nur. Aber besten Dank für den Support und jetzt das eigentliche Video Start kommt. Ich werde heute schon wieder draußen pennen und zwar unter dieser Zugbrücke. Genau diese Zugbrücke, wo ich schon mal drunter gepennt habe und wo ich die ganze Nacht mit den ganz vielen Zuggeräuschen genervt wurde. Aber heute nicht alleine, sondern mit meinem kleinen Bruder. Der wird jetzt jeden Moment zu mir kommen und dann Sachen packen, dann kurz zur E-Center rein. Dort Bier und noch mehr Sachen kaufen gehen und dann ungefähr 4 Kilometer ist das entfernt und da werden wir dann zur Zugbrücke hinlaufen, um dort eine Runde zu pennen da drunter und wir werden dann nicht nur drunter pennen, sondern wir werden dort ein Grillamt machen. Das heißt, wir werden in E-Center noch Grillfleisch und sowas holen gehen, weil guck mal, ich habe hier von Helmut diese Bushbox geschenkt bekommen und diese wird heute zum ersten Mal benutzt. Vielen Dank dafür, Helmut. Und genau, damit werden wir heute Feuer machen und grillen. Also werde ich jetzt abwarten, bis gleich mein Bruder ankommt. Und dann machen wir das. Und dann das Durchführen Start kommt. So, mein Bruder ist angekommen. Moin. Und jetzt hier. Den Trekking-Rucksack runterbringen und auch die zweitbilligste Klappsackkarre von Hornbach. Den auch runterbringen und dann erstmal zu Edeka hinlaufen. Start kommt. So, wir sind draußen. Und jetzt zu E-Center hinlaufen. Und wir sind gleich da bei diesem E-Center. Wir haben den ranzigen E-Center gefunden. Wir haben eingekauft. Und zwar, ich habe 3 Träger Wikühler gekauft. Also ich glaube, für heute reichen 2, aber ich habe trotzdem 3 gekauft. Dann hier, Gewürzketchup. Diese Grillspieße. Und für den Fall, falls diese Grillspieße nicht komplett ausreichen, habe ich noch das hier geholt.
Noch mehr Grillspieße. Kartoffelsalat. Toastbrot. Ich habe zwar 2 Liter Wasser dabei, aber ich habe hier nochmal 1,5 Liter geholt. Und Grillanzünder. Weil für den Fall, falls man mit diesem nassen Totholz das Feuer nicht anbekommt, habe ich das hier mitgenommen. Für den Fall, falls wir das irgendwie brauchen sollten. Zur Sicherheit, damit wir heute definitiv grillen können. Genau. Und mein Bruder hat auch so für sich so ein bisschen Grillfleisch und so weiter gekauft. Ja, die Sachen sind gepackt. Ich habe hier mein erstes Bier aufgemacht. Und jetzt zur Brücke hinlaufen, Start kommt. Aber da unten, da läuft ein schwarzer Kaninchen rum. Prüfen, ob ich das einfangen kann mit dieser Kamera oder wie das heißt. Das ist dieser Maximum Zoom. Guck mal, da ganz hinten, da ist Rohr mit Dampf oben drauf. Ich zoome mal ran. Wir sind auf dieser Weserwehr drauf. Also da, wo Wasser runterfällt. Guck mal, was für ein Schmand hier vorne ist. Mit diesem, genau, ihr kennt den Schaum, oder? Das ist richtig schmandig hier. Genau, das ist diese Weserwehr, wo Wasser runterfällt. Leute, kennt ihr diese Stange hier noch? Auf dieser Stange habe ich genau das hier gemacht. Genau das hatte ich mal gemacht gehabt. Das sollt ihr mal alle nachmachen, das ist voll geil, das hat richtig Feeling. Wir befinden uns hier bei dieser Schiffskatapultieranlage. Also da, wo diese ganzen Schiffe hier hochkatapultiert werden. Ich erkläre es euch nochmal. Und zwar hier, wenn da irgendwie ein Schiff oder Boot hierher fährt, dann werden die hochkatapultiert. Und wenn die dann hochkatapultiert sind, dann werden die hier rausgeschossen und dann landen die da hinten irgendwie und dann genau, da hinten ist dieser Landungsplatz und dann, wenn die da gelandet sind, erfolgreich, dann fahren die weiter, diese Dinger, diese Schiffe oder wie die heißen. Und hier mein Bruder, der ich habe Ihnen das gerade das zum ersten Mal gezeigt, diese Schiffskatapultieranlage hier. Das hier, das ist so ein richtiger Vollfettinsekt. Dieser Vollfettinsekt, der hat so viel Fett. Genau. Ich habe euch ein Vollfettinsekt gezeigt. Ich glaube, wegen den ISO-Werten seht ihr das nicht, aber langsam immer mehr Dunkle kommt. Guck mal, da ganz hinten. Da hinten sind die ganzen Lichter an und sowas. Das heißt gleich wirklich Dunkle kommt. Durch meine Zahnlücke passt immer noch ein 2-Euro-Stück durch. Guck mal, Tunnel gefunden. Und hier über diesen Tunnel, das ist diese Autobahn, die hier rumfährt. Und wie manche von euch wissen, habe ich ja zweimal da ganz hinten, wenn man da hinten da irgendwie reingeht und dann nach rechts abbiegt. Habe ich unter dieser Autobahnbrücke gepennt. Es war ganz laut darunter gewesen. Das war richtig nervige Geräusche.
Wir haben Züge gesehen. Das heißt, wir sind gerade hier auf dieser Zugbrücke drauf. Und wir werden jetzt unter diese Zugbrücke runtergehen. Und genau, wir haben Ziel erreicht gleich. Wir sind gerade bei unserem heutigen Pennplatz angekommen. Und das ist genau dieser Pennplatz, wo ich schon mal alleine drunter gepennt habe. Hier unter dieser Zugbrücke. Cool, oder? Ja. Und genau hier schwimmt diese Weser rum, also diese ganze Flüssigkeiten von dieser Weser. Und ja, ich denke, wir richten uns jetzt unser Pennplatz hier erstmal ein und dann gleich Feuerholz suchen gehen. So, ich habe hier schon ein paar Sachen ausgepackt, und zwar, guck mal, hier so ein paar Grabkerzen. Die liegen hier rum, die habe ich schon angemacht. Und guck mal, hier vorne ist schon mal mein Schlafplatz. Hier ist mein Hocker. Und hier sind diese Grillsachen und sowas. Mit Brett und Einwegteller. Mein Bruder hat seinen Schlafplatz noch nicht aufgebaut. Wollte er jetzt aber gleich machen. Ja, das macht er gleich. Hier ist eine Dachstrecke im Weg, die muss ich erstmal entfernen. Ja. Aber ich werde jetzt erstmal hier diese Buschbox aufbauen. Die habe ich schon mal von dieser Tasche hier ausgepackt. Ja, und die werde ich jetzt aufbauen, damit wir gleich dann hier Holz suchen können. Und das dann zersägen können und sowas. Klein machen können, damit wir gleich ein bisschen Feuer haben. Wir haben hier so ein bisschen Feuerholz gesammelt und jetzt Feuerholz klein machen Start kommt. Grüße gehen raus an Silent Outside Bob. Vielen Dank für die Säge. Ein nerviger Zug ist durchgefahren. Der hat uns gerade schon wieder gestört. Das fängt gut an. Und das passiert jetzt alle paar Minuten. Die Buschbox mit Holz steht bereit. Und ich versuche jetzt erstmal ohne Grillanzünder, also Anzündhilfe, hier Feuer anzumachen. Ja, das Holz ist sehr nass, deswegen mache ich Anzündhilfe, damit das schneller geht. Wenn ich das dann gleich hier diese ganzen Gasen, was hier drin ist, diese, wie heißt das Ding? Sturmfeuerzeuginhalt, dass der irgendwie leer geht. Und deswegen werde ich jetzt Anzündhilfe drunter stellen und das anzünden. Genau das mache ich jetzt. Die Buschbox brennt. Jetzt einmal hier das Ding ausbrennen lassen. Und wenn das hier ausgebrannt ist und diese ganze Hölzer hier so ein bisschen runtergebrannt sind, dann kann man hier das hier, dieses Gitter, da drauf stellen und dann Fleisch drauf machen und dann grillen.
Leute, ich wollte gerade hier an mein Kochsystem ran, weil da liegt Gabel, Löffel und Messer dran. Und hier vorne ist so eine nackte Nacktschnecke und ich fasse direkt in diese Nacktschnecke rein. Oh, Scheiße. Oh, ich ersticke gerade an dem Rauch. Ja, es raucht rum. Das ist normal. Ich werde jetzt wo die hier dran war, ich habe da direkt reingefasst mit der Hand. Und hier sind meine, hier ist mein Besteck drin. Das werde ich jetzt erstmal dahin stellen. Guckt euch mal an, wie hier dieser tödliche Holz hier rumschäumt. Dieser tödliche Holz mit nass dran. Das sieht voll cool aus. Da kommen diese ganz vielen Blasen und sowas. Richtig geil. Das hat zu schäumen. So, hier, ich glaube, das ist genügend runtergebrannt. Dass ich jetzt hier diesen Sieb, diesen Grillrost da drauf stellen kann. Und darauf, dass ich das jetzt draufgestellt habe, werde ich erstmal hier meine Grillspieße hier öffnen. Und einer davon werde ich direkt hier auf das Grill hier drauflegen. Warum nur einer? Weil mein Bruder möchte gleich Grillfleisch da drauflegen. Also einen so ein Fleisch, damit wir irgendwie gleichzeitig essen können. Das werden wir dann machen. Und hier schon wieder Zug kommt und oh Scheiße, das brennt weg. Ich brauch dringendstens meine Gabel. Ja, ich suche gerade meine auch schon raus. Das Holz ist von diesem Spieß weggebrannt. Ich glaube, ich pack das erstmal etwas raus. Nee, ist noch zu doll mit dem Feuer. Das heißt, noch ein bisschen abwarten. Ist zu schnell gebrannt. Da ist mir hier dieser Spieß, dieses Holz ist schon weggebrannt. Von diesen kurzen Dranlegen. Das ist sowas von durchgebrannt, dass das durchgebrochen ist. Oh Scheiße, ich muss die Kamera schützen. Hier, guck mal, mein erster Spieß ist fertig. Das heißt, ich werde das jetzt fressen. Warte, erstmal hier den Teller füllen mit Kartoffelsalat und Ketchup. Das werde ich jetzt machen. Oh Scheiße, es regnet die ganze Zeit rum. Und hier, guck mal. Mein Bruder, der hat Fleisch drauf und ich habe jetzt das hier fertig gemacht. Mein Spieß und ein bisschen Kartoffelsalat und mein Gewürzketchup. Und jetzt Fressenstart kommt. Ja, der Spieß, das schmeckt auf jeden Fall geil. Gefällt mir. Ich freue mich auf die weiteren Spieße. Aber hoffentlich hört es gleich auf zu regnen. Weil hier, wir sind zwar unter dieser Zugbrücke, aber diese Zugbrücke, die besteht nur aus Gittern. Also sprich, diese ganzen Regentropfen, die kommen die ganze Zeit durch. Und die machen unsere ganzen Sachen nass.
inklusive meiner Kamera. Das heißt, ich werde jetzt die Kamera ausstellen und mit dieser Mülltüte hier schützen. Das werde ich jetzt machen. Oh Scheiße, das regnet die ganzen Stunden ununterbrochen und ich habe vielleicht nur 2 Spieße geschafft und mein Bruder nur ein Fleischstück. Aber nicht, weil wir irgendwie keinen Hunger hätten oder so, wir haben noch Hunger, sondern weil, naja, jetzt nervt uns diese dreckige Scheißbahn. Das ist richtig runtergespritzt gerade. Und hier, wegen dem ganzen Regen, weil es ununterbrochen am Regnen ist, kriegen wir einfach dieses ganze Fleisch nicht angebraten. Das fressbereit mache ich jetzt. Es regnet immer noch ununterbrochen. Und hier, guck mal, sowohl der Schlafsack als auch... Also hier, guck mal, so eine dreckige Isomatte, die ist komplett durchnässt. Ich sag euch eins, in diesem Schlafsack zu liegen, ist wie in der Badewanne zu liegen. Der ist so nass. Ja. Und deshalb penne ich jetzt im Container. Schaut es euch an. Ja genau, hier, guck mal. Wir haben auch einen Container, oder wie das heißt, gefunden. Hier ist ganz viel dieses komische Matsch oder wie das heißt dran. Genau. Hier, Container gefunden. Der steht hier so verlassen rum. Und mein Bruder, weil das hier komplett trocken ist, wird sich notgedrungen aufgrund dieses Dauerregens, was irgendwie überhaupt gar nicht aufhört, wird sich mein Bruder notgedrungen genau hier hinlegen. Klar könnte man ganz notgedrungen auch unter meinen Tarp hinlegen, aber ich denke mal, weil für meinen Bruder sowohl der Schlafsack als auch die Isomatte komplett überdurchnässt ist, und das unter dem Tarp auch sonst ziemlich eng wird, auf jeden Fall. Das ist, denke ich mal, die beste Lösung. Mein Bruder ist gerade über diese Isomatte so ein bisschen ausgerutscht und hatte diese diese Grableuchte in der Hand gehabt. Und dieser ganze Kerzenwachs ist auf sein Kopfkissen drauf gespritzt. Ja. Ich wünsche dir eine ganz schlechte Nacht. Oh, ich auch. Dankeschön, das werde ich haben. Ja. So, ich liege jetzt in meinem Tarp drin und hier mein Schlafsack. Mein Schlafsack, der ist so ein bisschen durchnässt. Zwar nicht ansatzweise so stark durchnässt wie der Schlafsack von meinem Bruder, weil diesen Schlafsack habe ich so ein bisschen über den Tarp geschützt gehabt. Aber trotzdem, ich hatte nur anfangs meinen Tarp nur flach da drauf gelegt und so ein bisschen Flüssigkeiten sind zu meinem Schlafsack hingekommen. So dass ich in einem ziemlich feuchten Schlafsack heute pennen werde. Aber gut, Erfahrung macht den Meister, so ist das halt. Genau, so schlafe ich heute. Und von daher würde ich sagen, gute Nacht bis morgen. Guten Morgen, man ist auferstanden. Mein Bruder hat kaum geschlafen, weil der ist richtig scheiße geschlafen. Weil diese ganzen Tropfen, diese von diesen ganzen Flüssigkeiten, die vom Himmel kamen, auf einen Container gefallen sind. Deswegen konnte er kaum schlafen. Aber jetzt gleich hier Kaffee machen, Zähne putzen, Sachen zusammen bauen und dann auf den Rückweg machen, so ungefähr. Genau das machen wir gleich. Ich bin jetzt draußen.
Ich bin richtig aufgestanden. Und da guck mal, hier liegt mein Tarp rum. Die Nacktschnecke. Und genau. Diese Nacktschnecke, die ist vorhin auf mir rumgekrabbelt, die war auf meinem Schlafsack drauf. Und genau. Aber hier, die zweitbilligste Klappsackkarre von Hornbach, die hat meinen ganzen Tarp gehalten. Und wie eben gerade gesagt, weil die ganzen Tropfen, die von da oben runtergefallen sind, mein Bruder beim Schlafen die ganze Zeit rumgenervt haben, hat sich mein Bruder hier hingelegt. Und mir ist aufgefallen, im Gegensatz zum letzten Mal, wo ich hier gepennt habe, sind irgendwie heute weniger Züge gefahren. Und, hier vorne ist dieser ganze Wasser, diese ganze Flüssigkeit und sowas. Abdruck? Ja. Hier? Ja. Cool. Und genau, hier haben wir heute gegrillt. Müssen wir noch alles wegmachen. Ist alles noch voll durchnässt und so weiter von diesem ganzen Regen, was drunter gefallen ist. Aber das hat wirklich bis vorhin komplett durchgeregnet. Die ganze Nacht, ey. Also nur die letzten, keine Ahnung, ein, zwei Stunden vielleicht. Oder drei. Da hat's aufgehört. Aber oh, das war voll nervig gewesen. Hähnchenschwarm! Hähnchenschwarm! Hähnchenschwarm ist über uns geflogen. Ja. An uns vorbeigeflogen. Guck mal, da drüben, da fährt ein voll Fettschiff unter dieser nervigen Zugbrücke, also da, wo ganz viele Züge runterfahren. Der fährt unter durch. Anhänger gefunden! Das heißt, wir benutzen das hier als Tisch. Der hat genau die perfekte Tischhöhe. Und hier drauf machen wir Kaffee. Ich muss erstmal das Hochprozentige hier reinmachen. Die Heuschrecken sind kurz davor, zu Beginn zu springen. Es dampft erstmal. Aber hier, mein Bruder ist so ungeduldig, er möchte dieses warme Wasser schon bereits in seiner Tasse einführen. Ja, für Cappuccino reicht das. Und ich mache gleich mit dem Restwasser, währenddessen ich abwarte, bis da die ganzen Berge hoch gehen und die ganzen Gipfel von den Bergen aufplatzen. Da werde ich dann gleich meine Kaffeepads reinmachen, damit ich gleich Kaffee trinken kann. Warte, oh Scheiße, ich habe zu wenig Spiritus reingemacht. Das Feuerschein ist ausgegangen. Ich muss das schon wieder Spiritus reinfüllen. So, mein Bruder, der säuft hier Pulver-Cappuccino. Genau, und hier. Und ich habe jetzt hier zwei Kaffeepads drauf gemacht. Die braunen Maden hüpfen rum. Das heißt, hier, Kaffee ist fertig. Ich kann das in diesen Becher hier rein machen. Ich habe mich verbrannt. Dieser Gummi, den habe ich abgekühlt bekommen. Und ich habe jetzt den Kaffee hier reingemacht, inklusive das hier. Und Zucker. Zuckerwürfel. Jetzt kann ich endlich Kaffee saufen. Ja, kann ich immer wieder sagen. Draußen Kaffee trinken, das ist geil. Müsst ihr auch mal genauso machen. Wir sind schon wieder da, wo Wasser ist. Warte, hier, guck mal. So ein Boot hier vorne. Das hier. Der sieht so anders aus. So ein Boot habe ich hier noch nie fahren gesehen. Hier an dieser Weser, also da, wo die ganzen Flüssigkeiten drauf rumschwimmen.
So, die Sachen sind gepackt. Mein Bruder, der packt noch, aber der ist fast fertig. Aber jetzt, weil die Sachen gepackt sind, jetzt zurücklaufen, Start kommt. Und wir möchten gleich zum Dönerladen hinlaufen, um dort Döner zu fressen. Oder beziehungsweise dort Döner zu bestellen und das dann bei mir zu Hause oder so zu essen. Wir sind gestartet. Jetzt erstmal Mülleimer suchen und finden gehen. Damit ich diese beiden nervigen Müllsäcke voller Bierflaschen und Grillzeug und diese Verschmiertheit, was da drin ist, und plastische Stoff und sowas, dass ich das wegschmeißen kann, entsorgen kann. Oh Scheiße, eine Mülltüte ist runtergefallen. Das Seil ist hier gerissen. Das heißt, ich muss diese Mülltüte auf Händen tragen, bis wir dann einen Mülleimer gefunden haben. Das wird mich gleich richtig nerven. Ich mag das nicht. Das ist scheiße. Wir haben hier einen Mülleimer gefunden. Ein wunderschöner Bierkreis. Genau, und unter dieser Brücke, da ganz hinten, da haben wir gepennt. Und das hier, das ist Kunst. Und darauf ein Bierpower. Voll Fetthummel, voll Fetthummel. Hummel mit Fett dran. Wir sind gerade hier bei diesem Naturschutzgebietsee angekommen. Da, wo diese ganzen Vögel von da oben hier runterfallen und sowas. So, gelaufen nach Richtung Weserwehr. Und dann zeige ich euch schon wieder diese Stelle, wo Wasser runterfällt. Wir sind schon wieder an der Weserwehr angekommen. Also da, wo Wasser runterfällt. Und jetzt laufen wir zum Dönerladen, um dort Döner zu kaufen. Wir sind beim Dönerladen angekommen. Und jetzt wird Döner bestellt. Und mein Bruder, der muss gleich los. Das heißt, nachdem wir Döner bestellt haben, dann steigt er hier in diese Straßenbahn ein. Und weil er muss früh in Celle ankommen, weil er wohnt hier in so einem ganz kleinen Kuhkaff. Und da fahren die Busse so schlecht. Und deswegen muss er früh dort ankommen, damit er frühzeitig aus seinem Bus erwischt, von Celle aus bis zu dieser Ortschaft, wo er wohnt. Und seine Straßenbahn, die fährt in weniger wie 5 Minuten. So, jetzt wird Döner gegessen. Das hat so einen richtigen voll cool Geschmack. Jo. Ja, mach's gut. Hau rein. Schön, dass du da warst. Hat mich gefreut. Hab mich auch gefreut. Nur die Rückfahrt wird mich nicht freuen. Ja. Ja, mach's gut. Jo. Mein Bruder ist jetzt nach Richtung Hauptbahnhof gefahren. Hoffentlich schafft er das, dass er, wenn er in Celle angekommen ist, dass der den letzten Bus noch kriegt, damit er nicht bis zum Dorf hinlaufen muss. Weil das ist schon ein Stück von Celle aus. Genau. Ich werde erstmal gleich nach Hause gehen. Also sieht man sich gleich, wenn ich gleich zu Hause angekommen bin. Ich bin schon wieder zu Hause angekommen. Extra, damit ihr Bescheid wisst, dass ich wieder zu Hause angekommen bin. Zugelaufen bei Regenwetter. weil es regnet oder so. Deswegen bei Regenwetter zugelaufen. Mit gelbem Sack.